Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Herrengrad in Alpine Challenge. Solaris steht vor mir. Ja, und wir haben auf jeden Fall wieder einiges zu tun. Ich hänge ein paar Folgen hinterher, ihr wisst es ja. Aber. Kriegen wir schon hin, ne? 20 Liter Hase, genau. Gut. Wir haben einiges zu tun. Wir müssen gucken, dass wir die Felder machen. Die Felder sind erntereif. Wir sind dran. Ich habe mit Solaris auch noch mal gerade geschrieben. Und mit ihm ein bisschen geredet. Ja, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen auch realistischer arbeiten. Klar, realistischer ist nicht immer gerade das, was man will. Man will immer versuchen, groß zu arbeiten, was weiß ich was. Ist aber nicht immer ganz, ganz sinnig, ne? Wir haben noch 39 Liter Äpfel, Kirschen, Pflaumen, nein, Kirschen, Kirschen, Kirschen. Ist nicht mehr viel. Können wir nochmal auffüllen? Hoppala. Palette, komm her, bei Fuß. Nicht ganz so viel, ne? Das ist nicht ganz so viel wie erwartet. Aber gut. Besser als nichts, ne? Können wir auch direkt nochmal verkaufen, kriegen wir auch nochmal Geld für. Immer die Palette hier rumschmeißen, ne? Also jetzt habe ich es aber, ne? So, jetzt aber. Stecken wir mal in den kleinen Hoppedatsch. Wir müssen gleich den Drasch abtanken. Ich will zumindest auch mal die Kirschen aus dem anderen Baum noch holen. Vom anderen Baum hier noch, ne? Das wird auch noch eine relativ schicke Sache. Wir müssen den Drasch abtanken. Ich fahre zumindest mal zum Baum hin, dass wir das schon mal haben. Dass ich den kleinen Hoppedatsch hier schon mal dort habe. Dann wir gleich einmal da machen können, ne? Da waren wir gerade, ne? Da waren wir gerade. Da. Ein kleiner Elektrotraktor funktioniert auch. Fahren wir einmal das Feld, ne? Nicht wirklich re sehr realistisch, aber okay. Jetzt rennt er natürlich in die andere Richtung, ne? Ah, toll. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall Strohballen pressen. Das ist eine Sache, die wir machen müssen. Jetzt wird eine heftige Aufgabe. Das wird definitiv eine heftige Aufgabe wieder werden. Okay, kein Problem, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? So, einmal abtanken bitte. Den Weizen können wir definitiv gut gebrauchen. Vor allem für die Hühner. Brauchen wir aktuell wirklich jedes Korn Weizen, weil brauchen wir einfach. Brauchen wir einfach. Das heißt, wir sollten auch gucken, dass wir natürlich an weiteren Äckern arbeiten. Und das werden wir auch tun, Leute. Das werden wir auch tun. Wir brauchen mehr Äcker, wir brauchen mehr Felder, wir wollen die Tiere weiter hier versorgen. Da 4000 Liter ist jetzt nicht gerade wenig, aber die Hühner, wir haben über 700 Hühner, Leute, und die wollen natürlich auch versorgt werden, ne? Die wollen versorgt werden, Leute, ist einfach so. So, folgendes: Mähkombi läuft. Haben wir Ballenpresse, wir haben hier die Kombi da, ne? Aber das machen wir noch nicht. Hier, das machen wir eben.
einmal eben Kirschen auffüllen. Ist nicht viel, 73 Liter Kirschen oder sowas. Ist in Ordnung. 82 Liter. Ist jetzt nicht besonders viel, aber ist nicht verkehrt, ne? Zumindest etwas, ne? Zumindest etwas an Kirschen. Bringt auch wieder Geld. Muss man wirklich so sagen. Bringt zumindest auch wieder Geld. Auch wenn es nicht viel ist, ne? So, ich finde, der Hof sieht aber schon relativ cool aus. Wir haben ja schon einiges geschafft. Es wird noch mehr kommen. Es wird garantiert noch mehr kommen, Leute. Okay, Palette ist leer. Perfekt. So, wir brauchen neue Honiggläser. Weil Honiggläser sind bald hier auf. Wir brauchen langsam Nachschub. Wir haben keine mehr, ne? Heißt, wir besorgen direkt einmal neue Honiggläser. Das wäre nicht verkehrt. Das kriegen wir hin. Besorgen wir mal ein paar, ne? Keine Ahnung, so 5 bis 10 Pakete. Ich würde sagen 10 Pakete direkt oder sowas, ne? Schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin irgendwie. Dann müssen wir gucken, dass wir langsam da einmal das Stroh pressen, ne? Stroh auf dem Feld 22 müssen wir pressen. Gehen wir auch hin. So, einmal Paletten im Productions. Nee, doch nicht. Im Karreibedarf hier. Honigbox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Steht jetzt natürlich alles voll mit Honigboxen, aber egal. Das macht hier nichts, ne? Motor bleibt an, alles gut. Das macht nichts. Der Motor kann ruhig laufen, das ist eine Maschine bzw. ein Gerät, was nicht viel Benzin frisst, ne? Standhaltungskosten sind relativ gering bei der Maschine, bei dem Gerät hier, bei dem Ape. Von daher, das geht, ne? Wir haben zwar oben noch Honig am Landhandel stehen, aber ich finde das nicht verkehrt. Ja, bisschen tricky hier, aber egal. Hauptsache alles drauf und es ist alles mit dabei. Einfach mal eben schnell aufladen, ne? Die sitzen schön aufgeladen, ich weiß es. Aber Hauptsache jetzt erstmal drauf, ne? Na gut. Einfach oben wieder hinschmeißen. Am Hof. Nehmen das Ding hier auch mit. Ich glaube sogar voll. Ja, Honig war aber voll. Können wir direkt schleudern. Einmal gurten. Perfekt. Und losfahren.
Sieht jetzt zwar nicht gerade so schön aus. Ich sag zu Solaris, wir müssen vielleicht beide versuchen, ein bisschen realistischer zu arbeiten, aber das sieht, glaube ich, nicht ganz so realistisch aus, ne? Ich, das jetzt hier schon wieder gerade mal alte Schwede. Es ist heftig, ne? Es ist verdammt heftig. Aber okay. Motor starten, wo ist der Dresch? Der ist dort. Und dann können wir direkt einmal abtanken. Wenn er gedreht hat, ne? Wenn er gedreht hat, abtanken. Den kleinen Elektrotraktor wollte ich eigentlich auch schon lange verkauft haben, aber habe ich bis jetzt auch nicht geschafft, ne? Mal gucken, ob überhaupt noch verkauft wird. Ich glaube eher nicht. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Na komm, dreh zu Ende. Kollege. Dreh zu Ende. Einmal ranfahren. Schneidwerk senken. Und ab die Post. So. Ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt hier dran arbeiten, ne? Können wir schon hin. Sehr gut, das passt. Wir müssen jetzt, wie gesagt, gucken, dass wir hier auch vorankommen. Und einmal das Stroh pressen. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Hier würde ich gerne weiter pressen auch. Einmal Pickup senken. Einschalten. Dann geht es hier noch ab. Jetzt wird das zumindest auch schon mal fertig haben, ne? Weil hier sind auch ein paar Silageballen noch, die wir hier nutzen können, so in dem Sinne. Ist dann auch nicht verkehrt, ne? Komm schon. Perfekt. 1800 Euro Tierhaltungskosten. Das ist für die Pferde und 295 Euro Lohnzahlungen. Damit sind die Pferde wieder versorgt. Das ist klasse. Bringt uns natürlich richtig viel, ne? Wenn man sich mal anguckt, hier die Pferde. Die bringen jetzt schon aktuell 12.875 Euro. Wir haben nicht wirklich viel Arbeit reingesteckt. Heu haben sie noch, Hafer haben sie noch. Ne? Das passt soweit. Übrigens, einen neuen Pferdestall werden wir holen. Da habe ich auch schon einen hier rausgesucht. Wo ist er? Hätte ich doch hier gerade gehabt. Hätte ich doch hier gerade irgendwo. Aktiv-Pferdestall. Dieser Aktiv-Pferdestall, genau. 30.000 kostet der für 12 Pferde. Ist in Ordnung, kein Problem, ne? Sollte funktionieren, sieht sogar relativ cool aus. Werden wir mal schauen, ne? Werden wir mal schauen. Den werden wir aufbauen für 12 Pferde. Und wäre natürlich in dem Sinne wirklich nicht verkehrt. An sich, ne? Bei Pferde haben wir keine Probleme mit im Prinzip. Das ist Arbeit, die wir hier relativ gut machen können. Mit Pferdehelfer und sowas. Ne? Das ist ja im Prinzip kein Problem. Wir müssen ja gucken, nur gucken, dass wir das Gras mal endlich wegkriegen. Ne? Weil wir haben hier teilweise so viel Gras liegen, das kriegen wir gar nicht mehr weg. Und das Gras wächst ja auch schon wieder. Ne? Das ist das. Das Gras wächst schon wieder.
Ne? Das Gras wächst immer weiter, egal ob wir machen oder nicht, das Gras wächst weiter. Können wir im Prinzip fast direkt schon wieder mähen, ne? Oder? Wachstum, erntereif. Seht ihr? Seht ihr? Wir können schon wieder drüber mähen. Wir können allein einen nur hier fahren lassen mit Mähkombi, der immer wieder mäht, ne? Das ist heftig, Leute. Das ist verdammt heftig. Aber gut, ist halt so, ne? Ist halt so, geht nicht anders. Okay. Also zumindest ein bisschen Gras haben wir jetzt wieder gepresst zusammen, ne? Das ist dann auch in Ordnung. Wir müssen gleich nochmal den Drescher mit Sicherheit abtanken. Muss auch noch gemacht werden. Das muss auch noch gemacht werden, ne? So, sollen wir aufhören? Machen wir Schluss jetzt. Ne. Ja. Einmal bitte noch wickeln. Das andere Gerät können wir auswählen, können wir anheben und zuklappen einmal. Denn wir brauchen jetzt die Ballenpresse. Brauche die Ballenpresse, danke. Ihr seht hier, verdammt viel Gras liegt hier wieder, ne? Und da können wir sowieso schon wieder mähen, das ist Wahnsinn. So. Schnappen wir uns die Ballenpresse. Dann fahren wir mal eben zu den Feldern und werden dort die Ballen pressen, ne? Dass wir das zumindest haben und dass das dann anständig läuft, ne? Frage ist, passt mal auf. Ich will mal was versuchen. Achso. Das funktioniert. Perfekt. Nein, das wollte ich nicht. Liter. 200 Liter. Das heißt, theoretisch müsste da noch mehr Käse zur Verfügung stehen, ne? Genau. 33 Liter haben wir jetzt noch. Ach du Schande. Das heißt, wir haben 200 Liter Käse hier. 200, 400, 600 Liter Käse. Und Käse bringt wahrscheinlich pro 1000 Liter 1921 Euro. Wesentlich mehr wie Milch. Er hat fast vollen Kontakt. Okay, den wollen wir abtanken. Wo ist der? Wo ist der Kollege da? Ja, der dreht jetzt erstmal, ne? Kriegen wir noch vorher erreicht? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, ist ja in Ordnung. Gut, dann lass ich dich erst drehen. Dann dreh du mal. Dann dreh du mal. Mann.
Na gut, dann dreht er erst. Diese Ballenpresse brauchen wir jetzt. Haben wir. Ich will auch das mit den 72 Ballen nicht mehr machen, mit dem großen, ne? Habe ich auch nicht wirklich Lust zu, das ist unrealistisch und alles, ne? Da habe ich auch keine Lust zu, ne? Gemietete Fahrzeuge, das ist das hier, den werden wir verkaufen, werden weiter den hier nutzen. Der müsste oben stehen. Das ist ganz ehrlich, den gehen wir zurück. Ja, ist nicht verkehrt gewesen, aber ganz ehrlich, das ist mir zu unrealistisch. Garage. Den hier zurückgeben. Ja, okay. So, dann ist der nämlich auch schon mal weg. Okay, perfekt. Haben wir da sogar Miete gespart, ne? Oha. Die Milchpalette brauchen wir nicht. Zurückgeben. Ja, okay. Den Fütterungswagen, den brauchen wir. Das brauchen wir, 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 das brauchen wir. Okay. Perfekt. Und der Drescher ist voll. Das habe ich jetzt vergessen. Egal. Aber Weizen ist in Ordnung. Das mit dem Weizen läuft hier, ich sag mal, relativ gut. 12.000 Liter Weizen ist zumindest etwas. Wir brauchen das definitiv für die Hühner. Übrigens, Kredit 0 Euro. Ne? Nicht, dass ihr da euch fragt, ja, woher hat er das ganze Geld und was weiß ich was. 6.700 Liter Weizen, Gerste haben wir noch bei den Hühnern drin. Das ist in Ordnung. 726 Hühner aktuell. Das ist eine ganze Menge. Aber da passen 2000 Hühner rein. Ne? Also da wird noch einiges schaffbar sein. Ich denke mal, wir werden auf Reproduktionsrate 15 Minuten kommen und heftig, ne? Gut. In anderthalb Stunden kommt das nächste Schwein. In 6 Stunden 45 kommen die nächsten Kühe und hier, die sind auch versorgt. Von daher, das passt, ne? Das passt locker. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal probieren. Ich will nämlich auch mal was austesten. Den hier werden wir zurück zum Hof fahren, eben schnell. Gehen wir eben schnell zum Hof fahren, ne? Die Mähwerk hinten rein ist auch nicht so das Wahre, ne? Egal, egal, egal. Kriegen wir hin. Direkt wieder mähen, wenn eine Möglichkeit. Aber ich will erstmal versuchen zu schwaden, Leute. Ich pack das mal hier hin. Dann will ich mal versuchen zu schwaden mit Helfer, ne? Vielleicht geht es ja mit Helfer, wenn nicht, dann nicht. Einfach mal versuchen. Liegt hier Gras, ne? Nee, nicht kein Gras. Da liegt ein Gras, okay. Wir versuchen es mal mit Helfer. Vielleicht klappt es auch mit Helfer. Wie können wir das nämlich auch mit Helfer machen, das Schwaden, ne? Im Prinzip nur pressen, wickeln. Dann hätten wir das erledigt, ne? In dem Sinne. Wir versuchen es mal. Entweder es klappt oder eben nicht. Mehr wie versuchen können wir nicht. Nee, geht nicht, ne? Nee, geht nicht mit Helfer. Okay, schade, egal. Beinpresse brauchen wir unten am Feld 22. Übrigens, wir wollen auch noch Felder kaufen. Geplant ist hier Feld 20 zu kaufen für 137.000. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld, aber wir brauchen Felder und das wäre dann gar nicht mal so unpraktisch, wenn wir das Feld auch für uns zur Verfügung hätten. Ne? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so übel. Kribbeln.
So, ab zum Feld erstmal. Stroh pressen. Ganz wichtige Sache, muss gemacht werden. Kriegen wir auch hin. In der nächsten Folge werden wir dann mal die Hasen versorgen, dass wir da auch wieder Nachschub bekommen, ne? Weil aktuell sieht das ein bisschen doof aus mit Hasen. Oha, oha, oha. Ja. Übrigens, wir haben jetzt gleich 24 Uhr. Das heißt, die Obstbäume sollten wieder Geld bringen, beziehungsweise der Landhandel mit Honig und Kirschen sollte wieder Geld bringen. 300 Euro Lohnzahlungen. Mietkosten sind auch natürlich dabei. Das ist auch noch eine ganze Ecke. Ja. 4479 Euro Mietkosten Gebäude, 754 Euro Betriebskosten Gebäude und 3418 Euro Einnahmen Gebäude. Also Einnahmen Gebäude wird wahrscheinlich auch der Honig drin zu finden sein. Lieber Solaris, Honig, Kirschen von dem Landhandel, das wird da, denke ich mal, auch zu finden sein. So, wie sieht's aus mit dem Käse? Das war alles Käse hier, ne? 1921, das ist gut. Ich weiß nicht, ob der Preis noch steigt oder so. Keine Ahnung. Oder sinkt. Oder ob er gleichbleibend ist, ich weiß es nicht. Werden wir aber sehen noch. Werden wir alles sehen noch, ne? Das kriegen wir hin. So, eben das Stroh pressen, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Zumindest zum Teil. Dann können wir die Beine abfahren. Hef hat einen fast vollen Kontakt, den lassen wir jetzt erstmal eben schnell drehen. Der ist sowieso am Ende der Spur, ne? Eben drehen lassen, können wir den gleich mal abtanken. Okay. Ich habe übrigens auch wieder ein neues Game gefunden. Mal wieder, ne? Ich finde so viele neue Games aktuell, es ist verdammt heftig. Auch da mal gucken, ob da ein Projekt starten wird, ich weiß noch nicht. Ich muss auch noch abwarten jetzt, oder ich will jetzt auch mal abwarten mit viertes Quartal, LS22. Wird, denke ich mal, auch noch richtig heftig werden. Da werden dann direkt drei Projekte starten. Das ist schon Brief und Siegel fest, ne? Da werde ich drei Projekte starten. Einmal auf die überarbeiteten Erlengrad. Dann natürlich auf der Elmkrieg. Und natürlich auf der dritten Map, die noch kommen wird. Für den S22. Das sind drei Projekte, die auf jeden Fall kommen werden. Im LS22, ne? Motor aus. Wir wechseln jetzt mal hier in den Kipper. Motor starten. Helfer hatten von Kontakt. Okay, kein Problem. Eier können wir bald wieder verkaufen wahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich einiges an Eiern zusammen haben da. Aber wollen wir mal gucken, erstmal mit dem Preis für die Eier, wie der aussieht. Ne? Preis für Eier sieht aktuell, wie sieht es mit Hasen aus? 64 Euro, gerade am Steigen, okay. Wie sieht es mit den Eiern aus? 4155 Euro, ist gerade auch am Steigen, perfekt. Am Hofladen, Stand, passt. So, den Kipper können wir natürlich wieder zum Hof fahren. Der ist fast voll. Da würde ich auch nicht jetzt warten, bis der voll ist. Ne? Da wird kaum noch was reinpassen. Das heißt, den fahren wir jetzt einmal zum Hof. Und dann
passt das, denke ich mal. Jetzt ist die Frage, ob wir die Möglichkeit haben, ob wir das machen sollten, direkt bei den Hühnern abkippen. Ich weiß noch nicht gerade. Ich weiß gerade noch nicht. Schauen wir mal. Ja, die Hühner brauchen auch Futter, klar, aber sie haben noch. Noch haben sie Futter. Und aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht für uns aus, denke ich mal. Wir verkaufen nicht viele Kirschen, wir verkaufen ja so viel wie Honig wie möglich, das ist klar. Aber wir kriegen das hin. Irgendwie. Irgendwie kriegen wir es hin. Nein, wir verkaufen im Prinzip genug Honig. Mehr können wir gar nicht verkaufen. Kirschen und die anderen Früchte würde ich gerne mehr verkaufen. Klar, können wir 100 Liter pro Stunde verkaufen. Wir produzieren aber nur 8 Liter pro Baum pro Stunde. Das ist natürlich relativ wenig dann. Heißt, wir werden wohl doch nochmal ein paar Bäume pflanzen müssen, um da natürlich wesentlich mehr zu verdienen, Leute, ne? Und ich würde gerne irgendwie auch eine Plantage machen. Irgendwie eine Plantage, wo wir Bäume pflanzen, ne? Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ich glaube, das wäre echt nicht verkehrt, Leute. Das werden wir mit Sicherheit auch irgendwie machen. Hoppala. Nein, nicht in die Ballen fahren. Nicht in die Ballen fahren. Schön abseits von den Ballen. Danke sehr. Okay, perfekt. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ne? Perfekt. Einmal abkippen. Dann werden wir mal Mutter ausschalten. Laufen wir einmal rüber zu den Hühnern. Die Schweine schlafen. Perfekt. Laufen wir einmal rüber zu den Hühnern. Ja, wie wir das mit den Bäumen machen und sowas, keine Ahnung, weiß noch nicht. Hier liegen auch schon 150 Liter, 250 Liter Eier schon wieder. Leute, 250 Liter Eier. Mal eben so, ohne viel zu tun, ne? Das ist das Einfachste überhaupt. Und wir kriegen da verdammt viel Geld für. Das ist das Schöne. Wir kriegen da wirklich verdammt viel Geld für, ne? Das ist die coole Sache. Okay. Also, wie gesagt, weitere Bäume, Obstbäume werden kommen. Ich weiß noch nicht wie oder wohin oder was weiß ich was, ne? Aber es wird kommen. In einer der nächsten Folgen werden wir da wahrscheinlich auch was hinbiegen können. Schauen wir mal, ne? Ich habe vielleicht schon eine Idee. Ich habe vielleicht schon eine Idee, Leute. Schauen wir mal, ne? Möglichkeiten gibt es, wie gesagt, viele. Lösungen auch. Und eine von diesen Lösungen werden wir nehmen. Und ich sehe gerade, die eine Lösung, die wir nehmen werden, ist, dass wir diese Folge beenden, denn ich bin schon wieder viel zu viel über der Zeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage dann natürlich einmal bis dahin. Servus und tschüss.